Jesus Christus offenbart durch Gottfried Maierhofer. Lebensgeheimnisse. Kapitel 13 vom 22. Januar 1871. Kraft, Stoff und Geist. So spricht der Herr. Diese drei Worte bezeichnen Dinge, wovon sich die Menschen sehr viel irrige Begriffe machen und besonders die ersten zwei den Materialisten viel zu schaffen machen, weil sie darin das ganze Universum, den Grund seines Entstehens, Bestehens und Vergehens gefunden zu haben glauben, bei welcher Erklärung der Gott oder ein geistiges, alles regierendes Wesen dann ganz wegdisputiert worden ist. Nachdem nun gerade die Materialisten oder jetzigen hochgelehrten Professoren der Erd-, Tier- und Steinkunde mit diesen Worten so herumwerfen, sie als erste Prinzipien, also Grundformen und Anfänge aufstellen und sie damit alles in allem gesagt zu haben glauben, so müssen wir doch, sollen wir diesen gescheiten Herren Professoren etwas sagen, das ihre Unverständigkeit klar beweist, mit den Begriffen dieser Worte anfangen. Denn vor allem muss man erst wissen, was man als Werkzeug gebraucht, ehe man sich ans Arbeiten macht, worauf dann der richtige Gebrauch des einen oder des anderen Werkzeugs erst die Geschicklichkeit des Meisters beweist. Also, was ist oder heißt eigentlich Kraft? Sehet ihr euch weisedünkende Herrengelehrte, die ihr nach allem Forschen und Untersuchen gerade da wieder ankommt, von wo ihr ausgegangen seid? Ihr, die ihr die Kraft als einen Faktor in der ganzen sicht- und unsichtbaren Welt bestimmen wollt, seht ihr, ich muss euch sagen, dass Kraft, dieses hochgepriesene Wort, auf den Titelblättern eurer Bücher nichts für sich Selbstständiges noch allein Daseiendes, sondern nur das Produkt eines anderen unsichtbaren Faktors bezeichnet, den ihr eben nicht zugeben wollt, indem ihr frisch drauf los erklärt, Kraft ist ein Naturgesetz, welches der Bewegung oder dem Leben gleichkommt. Nun fragen wir diese Gelehrten aber, wenn eure ganze Welt nur aus Stoff- und Kraftäußerung besteht, wer gibt denn dieser Kraft den Impuls, dass sie sich so und nicht anders äußern kann und muss? Und durch ihre Kraftäußerung auf den zweiten Glaubensartikel eurer Wissenschaft den Stoff stets einwirkt? Ihr seht den Stein vom Berge herabrollen oder aus der Luft herabfallen und habt sogleich den Schluss fertig. Es ist die Kraft oder das Gesetz der Schwere, die Anziehungskraft der Erde, welche den seiner Unterlage beraubten Stein fortreißt, bis er wieder eine andere feste Basis erreicht hat und dort liegen bleibt, erwartend eine andere Kraft, die mit ihm etwas anderes vornimmt. Nun, wenn ich bei diesen Gelehrten in die Lehre gehen müsste, so fragte ich, nachdem ich ihre weisen Gründe vernommen hätte, wie die Welt sich selbst erschaffen hat und wie sie sich selbst erhält und sich selbst zerstören wird. Meine Herren, Sie haben mir die Wirkungen einer Kraft gezeigt, das ist wahr. Ja, ich habe es selbst versucht und fand diese von Ihnen aufgestellten Sätze bestätigt. Ich möchte aber doch wissen, nachdem ich die Kraft nicht sehen, sondern nur ihre Wirkungen fühlen kann, was sie denn so ganz eigentlich ist. Ich möchte gern eine Erklärung über sie haben. Die Herren Gelehrten antworten gleich einstimmig: Kraft ist ein Naturgesetz, ohne welches die Natur nicht bestehen kann.
Gut, sage ich, Sie haben recht. Aber jetzt möchte ich auch wissen, haben wir in der Natur ein Beispiel, dass ein Ding sich selbst Gesetze gibt? Denn Sie, meine Herren, nehmen keinen Gesetzgeber an, obwohl Sie mich mit dem Begriff von Naturgesetzen abspeisen wollen. Nun, ich bin eben einer von den Schülern, die gern alles ganz wissen möchten und mit nur halben oder gar nichts bedeutenden, wenn auch wissenschaftlichen Ausdrücken sich nicht zufriedenstellen können. Die Herren Gelehrten erzürnen sich über einen Zögling, der mehr wissen will als sie selbst, und wenden mir den Rücken zu. Und so bin ich denn gezwungen, mich aus dem Chaos von wissenschaftlichen Ausdrücken selbst herauszufinden, da der gelehrten Schiff auf zu seichtem Grunde ihrer Naturgesetze stecken geblieben ist. Nun, da so viele Leute von Kraft, Naturkräften, Anstoß, Abprall, Schwere, Druck, Ziehkraft und so weiter reden, so wollen wir versuchen, uns zuerst eine Idee zu machen, was denn eigentlich Kraft ist. Dann sehen, wie sie sich in der Natur kundgibt und wie sie auf organische und unorganische Leben einwirkt. Das Leben gibt, das Leben nimmt, es baut und zerstört und so die Erhalterin des Universums geworden ist. Also vorerst, was ist Kraft? Sehet, Kraft ist nichts anderes als eine wahrnehmbare Äußerung an einem Dinge, welches entweder seinen Platz oder seine Form verändern muss, gemäß eines anderen auf ihn einwirkenden Gegenstandes. Was dadurch bewirkt wird, dass am Äußern oder Innern eines Dinges eine Bewegung, eine Vergrößerung oder Verkleinerung oder gar ein Vergehen bemerkt wird. Nun, dieses Drängen eines fremden Gegenstandes auf irgendwelchen anderen ist nichts als der in dem zweiten Wesen liegenden Zug, sich den einwirkenden, es umgebenden Elementen zu entziehen. Es ist der Zug der Ruhe, als Gegensatz der Bewegung. Der Stein will ruhig liegen bleiben, das heißt, er will im Verbande seiner Unterlage verharren, wo alle seine Teile bis in die kleinsten Atome in ihrer Ausdehnung der Breite, Länge und Tiefe nach sich nicht gestört fühlen. Sobald also ein anderer Gegenstand auf den Stein einwirkt, um ihn aus seiner behaglichen Ruhe herauszureißen, so stemmt sich sein ganzes Ich dagegen. Alle Teile in ihm, die sonst bewegungslos hart aneinander geschlossen dalagen in völliger Ruhe, alle diese Teile fangen an, sich entweder auszudehnen oder womöglich sich zusammenzuziehen, in Vibration zu geraten. Kurz, der Stein, wegen seines Widerstehens gegen den anderen auf ihn einwirkenden Gegenstand, ist nicht mehr der harte, leblose Stein geblieben, der er vorher war, sondern er hat Leben bekommen, alles in ihm bewegt sich und vibriert. Nun, was ist das Resultat, wenn ein sonst ruhiger Gegenstand in Bewegung kommt? Seht, das Resultat ist, dass er seine bisher gehabte Form und seinen Bestand aufgeben muss und etwas anderes zu werden gezwungen wird. Denn seine Elemente sind nicht mehr so zusammengefestet wie früher. Und die einwirkende Kraft gewinnt eben dadurch die Oberhand, zersetzt, zersplittert den Stein und wenn möglich löst sie auch seine Bestandteile in Staub auf. Der Kraft der Schwere oder der Anziehungskraft der Erde auf ihre Bestandteile steht also eine andere Kraft stets entgegen, nämlich die Kraft oder der Zug, alles Bestehende zu zerstören und aus demselben wieder Neues zu formen. Die Kraft, wie sie sich äußert und wie der Mensch sie wirken sehen und fühlen kann, ist also als ein anderer Faktor, der weder im Stein noch in seiner Umgebung liegt, sondern von anderen Elementen bedungen und angeregt, diese letztere zur Veränderung ihrer Form und ihres Bestandes führt, Leben nimmt, Leben hervorbringt, also zerstört und neu aufbaut und so den ewigen Bestand nur dadurch sichert, dass sie stets zerstörend Neues erzeugt.
Diese Kraft äußert sich in allen möglichen Richtungen und unter allerlei Formen. Das Bedingende derselben ist also eine höhere Potenz, die sich äußernd wollend als Kraft nur erscheinlich ist. Daher Kraft als selbstständiges Ding, so wie es die Herren gelehrten Materialisten wollen, gar nicht existiert. Nie selbstständiger Lebensfaktor, sondern das Produkt von zwei höheren Faktoren, nämlich von Ruhe und Bewegung ist. Durch diese beiden wichtigen Grundprinzipien des ganzen Universums besteht die Welt, wurde sie erschaffen, wird sie erhalten und wieder in Neues verwandelt. Die Ruhe drückt sich auch im zweiten Namen aus, den wir ihr geben könnten, nämlich im Stoff, und die auf ihn einwirkende Lebenstätigkeit, die alles erhält und alles belebt, ist der Geist, welcher Anreger der Kraft, Zusammenhalter des Stoffes und so der Hauptfaktor des ganzen Lebens ist. Denn ohne Geist gibt es kein Leben, ohne Leben keinen Stoff und der Stoff braucht keine Kraft. Denn die Kraft ist das Produkt aus Ersteren. Fehlen diese, so fehlt alles. Nun hätten wir die Kraft soweit im Reinen. Jetzt können wir ans Zweite gehen, woran sich die Kraft äußert, das heißt an den Stoff. Denn die Kraft kann nur bestehen, wo Widerstand ist. Und Stoff als Materielles gibt eben mit seinen Bestandteilen den körperlichen Widerstand in dem Prinzip der Ruhe, wo er sich der Bewegung entgegensetzt und so als Kraft sichtbar wird. Nun fragen wir, was ist Stoff? Die Gelehrten sagen, Stoff ist alles, was einer Ausdehnung nach Länge, Breite und Tiefe fähig ist. Gut, nun fragen wir weiter, aus was besteht der Stoff? Und so werden die Gelehrten wieder sagen, Stoff ist aus allem zusammengesetzt, was im ganzen Universum entweder aufgelöst oder kompakt sich vorfindet. Stoff ist alles, was man Grundelemente der Schöpfung nennen kann. Gut, nun fragen wir aber, wie viele Stoffe gibt es denn? Und wie kann man sie unterscheiden oder auseinanderscheiden? Da sagen die Gelehrten wieder, wir haben in der chemischen Analyse eine Unzahl Stoffe gefunden, die für uns bis jetzt unauflösbar sind. Und aus diesen ist das Universum zusammengesetzt. Ihre verschiedenen Vermischungen erzeugen dann alles, was wir körperlich sehen oder fühlen können. Diese Vermischungen, oder wie Sie sagen, chemischen Verbindungen, sind aber gewissen Gesetzen unterworfen, wo das eine das Assimilations-, das andere das Repulsionsgesetz ist. Nun fragen wir wieder, aber meine Herren, schon wieder reden Sie von Gesetzen, wo ich doch am Ende einen Gesetzgeber voraussetzen müsste. Sie antworten darauf, Freund, das ist nicht so gemeint. Die Stoffe im Einzelnen haben verschiedene Eigenschaften, wodurch ihnen nur eine oder die andere Vermischung oder Annäherung erlaubt ist, andere aber für sie Unmöglichkeiten sind. Nachdem wir nun sehen, dass wir mit den Herren Professoren wieder nicht ins Reine kommen können, so müssen wir uns wieder auf uns selbst und unsere fünf Sinne verlassen und stellen also an uns selbst die Frage, was ist Stoff? Und unser Inneres sagt uns einfach, Stoff ist gar nichts. Stoff ist ein zu allgemeiner Ausdruck, der, indem er alles in einen Tiegel wirft, gar keinen Unterschied mehr zulässt. Wollte man alles, was in der sichtbaren Welt ist, als Stoff bezeichnen, so wüsste man am Ende keinen einzelnen Namen für Kombinationen von dichten und feinen, starren und beweglichen Massen. Stoff ist also höchstens der große Ätherraum, außer dem Bereich der Erdatmosphäre, wo alle Ingredienzen und Bestandteile aufgelöst beisammen sind, die zu allen anderen Kombinationen, zur Erschaffung der Weltkörper und ihrer sie umgebenden Luftarten gehören. Nur dort ist Stoff, das heißt die große Vorratskammer zum Weltenbau. Aber in, auf und um die Erde ist der Stoff nicht mehr Stoff,
sondern da sind sie schon je nach dem Zweck gebundene zusammengefügte Elemente, die dann den anderen höherstehenden Potenzen als Leben, Bewegung oder Kraft ausgesetzt, zu Veränderungen, Formwechsel gezwungen, wieder in andere Gestalten sich verwandelnd, als etwas anderes auftreten, in einer neuen Form, nachdem in ihrer früheren ihr Wirken aufgehört hat. Hier auf dieser Erde ist der Stoff schon so gebunden, dass sein Trennen in seine primitiven Formen nicht mehr möglich ist, da seine einzelnen Bestandteile so eng verbunden sind, dass sie nur in dieser engsten Verschmelzung ein anderes Ganzes ausmachen und jeder künstlichen Scheidung sich widersetzen. Da glauben dann die Herren Gelehrten, Gesetze oder sogenannte Naturgesetze entdeckt zu haben, weil ihnen das nicht gelingt, was eine höhere Potenz, der über alles waltende Geist, mit Leichtigkeit ausführt. Die Naturforscher und Gelehrten, welche natürlich nur da etwas sehen, wo die Natur ihre Prozesse mit groben oder großen Mitteln bewirkt, diese Herren begreifen nicht, dass trotz ihres Leugnens es doch etwas gibt, das höher steht als ihre chemischen Analysen, ihre Mikroskope und Fernrohre, ihre Baroelektrothermoanemo und andere Meter und so weiter. Das, was sie beobachten, sind lauter grobe Prozesse in den Retorten und Destillierapparaten. Sie sehen wohl darin eine große Konsequenz, begreifen sie aber nicht. Und da sie keinen Herrn und Gesetzgeber annehmen wollen, so legen sie diesen Stoffen die Intelligenz bei und sagen, sie folgen nur dieser oder jener Impulsion, wie sie selbst der eigenen materialistischen, das heißt der des Irrwahns, als wüssten oder sähen sie wirklich etwas. Das, was ihnen in der Natur ein Rätsel ist und auch in ihrem eigenen Körper eine von ihnen nie zu erklärende Frage sein und bleiben wird, wie nämlich Materie und Geistiges zusammenhängen oder wie die Gehirnmasse gewiss etwas materiell Sichtbares nur Geistiges hervorbringt oder wie der Stoffwechsel in ihrem eigenen Leibe vor sich geht, dass sie sich eines gesunden Lebens erfreuen können. Dieses, das heißt den Geist, wollen sie nicht finden. Diese Herren, die in der Natur keinen Herrn, keine höhere Potenz anerkennen wollen und doch in ihrem Körper selbst tagtäglich, ja stündlich sehen können, wie der Geist über die Materie zu gebieten imstande ist, diese Herren nehmen in der Natur ein Gesetz an, das Kraft und Stoff zu dem bildet, was sie vor sich sichtbar sehen und unsichtbar fühlen. In ihrem Körper aber, wo doch alles Nämliche vor sich geht, da wollen sie kein Naturgesetz anerkennen, sondern da wollen sie allein Selbstherrscher sein. Wie schwach und einseitig seid ihr doch, ihr armen Blinden! Diese Stimme tönt aus lebenden und auch als anscheinlich toten Gegenständen der sichtbaren Natur euch entgegen. Überall ruft sie euch zu, wir sind, aber nicht aus Zufall oder nach euren Gesetzen zusammengekettet, sondern wir sind aus und durch höhere Macht zusammengeformt, ziehen uns gegenseitig an und stoßen uns ab, je nach der Individualität des Einzelnen. Und das alles nur darum, um euch Ungläubigen einen angenehmen Aufenthalt auf dieser Erde zu verschaffen und auch, wenn ihr es gleich nicht hören wollt, eurem Weisheitsdünkel stets zuzurufen, wir sind, aber wir sind nicht Kraft, nicht Stoff, wie ihr Blinden glaubt, wir sind Geist, das heißt gebundenes Geistiges, gelöstes Geistiges, Geistiges in Formen schaffend und wieder dessen Formen zerstörend, um aus all diesem Kampf am Ende vergeistigt hervorzugehen und euch zu zeigen, dass in der ganzen Natur alles Geist ist und euch nur der Geist der Auffassung dazu fehlt und ihr euch trotz Offenbarung der Sicht- und unsichtbaren Natur doch nicht zu dem Bekenntnis bequemen wollt, ja, jetzt sehen wir ein, dass wir nichts wissen. Wenn dieser Ruf in eurem Herzen und Kopfe zutage bricht, dann habt ihr den ersten Schritt getan
zu dem größten Ziele, das euch eben dieser große Geist gesteckt hat, der euch mit so viel Langmut und Gnade behandelt und alles Mögliche aufbietet, euch zu beweisen, dass er, ein Geist, nichts Stoffliches, sondern nur Geistiges schaffen kann. Nun, jetzt also, da ich euch so ziemlich den Unsinn aller materialistischen Lehrgebäude gezeigt, treten wir auf unser Feld über und wollen allen gutgewillten, Nichtglaubenden beweisen, dass weder Kraft noch Stoff sind, sondern dass es nur Geist, Geister und einen geistigen höchsten Schöpfer gibt. Amen. Fortsetzung am nächsten Tag, 23. Februar 1871. Gestern also haben wir behauptet, dass nur Geist der Hauptbestandteil und der Hauptträger des ganzen Universums ist. Jetzt müssen wir das, was wir gestern behauptet, heute auch beweisen. Nun seht, die erste Frage, die hier auftaucht, ist eigentlich wohl diese. Was ist eigentlich Geist? Und aus was besteht denn dieser? Um diese Frage zu beantworten, wird es wohl etwas schwer gehen. Jedoch versuchen wir es, euch solches durch ein Beispiel klarzumachen, damit ihr Geist von Kraftäußerung wohl unterscheiden könnt. Sehen nun zum Beispiel, jemand will eine gewisse Arbeit beginnen, die nach seinen Begriffen logisch angefangen und konsequent fortgesetzt ein gewisses Resultat hervorbringen soll. Nun, um dieses zu bewerkstelligen, wird er vorerst eine Idee fassen, dann diese überdenken und überlegen, dann den ganzen Gang der Ausführung vom Anfang bis zum Ende im Geiste durchgehen, ferner, nachdem alles genau überdacht und erwogen wurde, die dazu nötigen Mittel und Materialien herbeischaffen und diese unter steter Einwirkung der erst gefassten Idee so verarbeiten, vermischen und verbinden, bis das geschaffte Resultat endlich herauskommt. Nun, wenn ihr diesen Prozess so ganz klar euch vorstellen wollt, so seht ihr, dass die geistige Idee oder lebendig wirkende Potenz, die alle Fähigkeiten in sich trägt, alles aus allem zu machen, was sie will, und die ihr auch Leben, nämlich innerstes Leben nennen könnt, diese Potenz oder der Machtwille ist. Also der Träger, Förderer und Schaffer der ganzen durch sie gestellten Aufgabe. Alles, was diese Potenz zu ihrem Zwecke verwenden will, muss sie erst mit ihrer eigenen Kraft durchdringen, damit sich unter der Einwirkung dieser Kraft nach und nach das Ganze zu einem einheitlichen Bau zusammenfügt und so dann die erst gefasste Idee in Wirklichkeit ausdrückt. Dieses Vergeistigen der Materie oder Verwendung der Materie zu einer Handlung, dieses Erwecken der in der Materie ruhenden Geisteselemente zu gemeinschaftlicher Wirkung ist nun das eigentliche Leben oder das Triebrad der ganzen Maschine. Diese bewegende, über allen ponderablen oder wägbaren und imponderablen oder eben unwägbaren Elementen stehenden Lebenskraft ist also eigentlich der Geist, der dann nach allen seinen Abstufungen bis zu mir als einzigem Schaffer und Herr des Geschaffenen alles in sich schließt, was diese Potenz in höchster Instanz sein kann. Nachdem nun aber diese Potenz natürlich auch insoweit folgerecht eingerichtet sein muss, dass auch sie folgerecht oder konsequent etwas schaffen kann, welche Konsequenz ihr als Naturgesetz erkennt, so ist auch natürlich, dass, wenn etwas konsequent zum Bestehen erschaffen wurde, dasjenige Urprinzip oder die Grundursache, welches die Erschaffung veranlasste, nicht dessen Zerstörung, sondern seine Erhaltung will. Somit muss auch diese geistige Potenz ein Wohlgefallen an dem Geschaffenen haben, was nichts anderes als Zuneigung ist. Und was ist Zuneigung anderes als die Liebe? Gleich wie die Abneigung oder der Reiz zur Zerstörung des Geschaffenen als Hass bezeichnet werden müsste. Mithin ist der Urgeist oder die höchste Potenz eben deswegen, weil erschaffendes, wirkendes Prinzip, weil er
unvergängliches Leben ist auch die Liebe, oder mit anderen Worten gesagt, die höchste Potenz, Gott, ist die Liebe. Wo Liebe, da ist keine Zerstörung, kein Hass möglich. Nun, wenn der Geist in meiner Person als ewiges, selbstständiges Ich die Haupteigenschaft Liebe als Grundprinzip haben muss, so ist es natürlich, dass ich auch alle anderen Eigenschaften besitzen muss, die der Liebe angehören, die nicht ohne sie und ohne welche die Liebe nicht bestehen kann. Diese Eigenschaften sind die Sanftmut, die Geduld, die Beharrlichkeit, das entspricht Konsequenz oder auch Treue, die Demut und nachdem alle geschaffenen Dinge meine Produkte gleichsam meine Kinder sind, so ist in denselben auch die väterliche Liebe im höchsten Grade ausgedrückt. Nun sehet, um etwas zu erschaffen, so muss doch der Schöpfer etwas von seinem Ich in das Geschaffene hineinlegen, damit dasselbe ihm ähnlich seinem Schöpfer würdig sei. Um also das Universum mit all seinen Welten und Sonnen, mit ihrem Pflanzen-, Stein- und Tierreich ins Leben zu rufen, so musste ich doch jedem dieser Teile eine gewisse Quantität meines Ichs beigeben, damit allen Dingen des Universums ein stufenartiges Emporringen und ein Drängen in mich wieder zurückzukehren eingeboren ist. Dadurch, dass das Gleiche doch stets zum Gleichen den Zug der Annäherung fühlt, ward also in allem Geschaffenen ein geistiger Teil, wie ihr es begreifen und verstehen könnt, verdichtet, oder wurden mehrere kleine Parzellen oder Teilchen in ein größeres Volumen der Form zusammengedrängt, das gemäß der verwandten Eigenschaften der Geistteilchen selbst dann diese mehr oder minder dicht aneinander haften und so einen Körper ausmachen. Auf diese Art entstand also alles, was ihr Materie nennt, sei es in leicht auflöslichen, flüchtigen oder festen Elementen bis zum härtesten Stein, diesen mit eingerechnet. Überall ist und war der Hauptbestandteil Geist, der in verschiedenen Verbindungen mit seinesgleichen oder anderen, größere oder kleinere, mehr oder weniger dichte Massen hervorgebracht hat. Ein sprechendes Beispiel habt ihr im Wasser, welches als bewegliches, leichtes Element leicht in der Wärme sich in Luft verwandelt, aber umgekehrt, sobald ein gewisser Grad Wärme aus seinen Teilen oder einzelnen Atomen entweicht, zum starren, festen Eisklumpen wird. Nur ist hier der Unterschied, dass das Wasser zu Eis wird wegen Mangels an Wärme oder an Liebe der einzelnen Teile zueinander, während in der ganzen geschaffenen Welt gerade die Liebe alles vereint, da die Liebe alles zwingt, sich gegenseitig anzuziehen und auch eben durch diesen Drang, sich gegenseitig so nah als möglich zu vereinigen, den anderen wichtigen Lebensfaktor aus der Liebe hervorruft, nämlich die Wärme, die auch wegen ihrer unzertrennlichen Gemeinschaft mit ihr gleichbedeutend mit der Liebe ist. Wo nun die Liebe die gleichgesinnten Geistteilchen zusammengeführt hat, da entsteht wonniges Drängen oder Wärme. Wo Wärme sich entwickelt, da beginnt ein allmähliches Freiwerden, ein Streben nach besserer Lage, schöneren, erhabeneren Verbindungen. Es entsteht mit einem Worte der andere sichtbare Faktor, das Leben. Wo keine Liebe, ist keine Wärme, und wo keine Wärme, kein Leben. Dieses Leben als Produkt aus Wärme und Liebe oder Produkt aus dem Aneinanderreiben der Bewegung der einzelnen gebundenen Geisterteilchen bringt wieder einen anderen Faktor der Schöpfung hervor, nämlich wo Wärme ist Reibung, wo Reibung entwickelt sich im gesteigerten Falle Hitze und wo Hitze sich steigert, entsteht das Verzehren oder Freiwerden der Geisterteilchen in andere Formen, in höhere, leichtere, welches freudige Freiwerden sie durch heftige Schwingungen oder Erzittern kundgeben. Und dieses Kundgeben heißt dann endlich Licht. Also, wo Liebe ist Wärme, wo Wärme Leben
wo Leben Licht. Nun haben wir diese drei Hauptmomente beisammen, die zu einer Schöpfung gehören, welche diese erschaffen und bestehen machen helfen, und ohne welche nichts existiert. Denn in allem Geschaffenen ist immer ein oder der andere Faktor vorherrschend, und wo alle diese drei Lebensträger aufhören, da ist kein Schaffen, kein Leben, keine Wärme, sondern Tod, Kälte und Zerstörung oder Auflösung, damit diese aufgelösten Teile wieder in den Kreislauf des Lebenden zurückkehren können. Nun seht, Kraft ist also nichts anderes als der geistige Drang, aus dem Bestehenden Neues zu schaffen. Dieses Bestreben, in der Wirklichkeit sich äußernd, erkennen eure Naturforscher als Naturgesetze an. Stoff ist nichts anderes als gefestetes Geistiges, das, wie ihr hier auf Erden seht, schon längst seine primitiven Formen verloren hat, in festeren, gröberen Bestandteilen sichtbar, nicht mehr Stoff, sondern Materie ist, welche eben unter gegenseitiger Einwirkung des Mächtigen auf das Schwächere, des Größeren auf das Kleinere, deren Zersetzung und Veränderung bedingt, um die dort eingeschlossenen Geister freizumachen und ihnen den Weg zu höheren Stufen anzubahnen. Dieses Zersetzen oder Einwirken des einen auf das andere gibt sich euren Augen als Leben kund, als das große Naturgesetz Werden und Vergehen, wo das eine sich auflösend das andere ergänzen muss, um so die große Stufenleiter und den Rückweg zu mir anbahnen zu können. Wo also eure Gelehrten nur Naturgesetze wittern, die unbekümmert um ihre Ideen nur meinem Willen folgen, eben dort lebt und entwickelt sich kein anderes als geistiges Leben, ein Leben, das über alles Greifbare hinaus weit höher steht, als die Ideen und Begriffe eurer Gelehrten sich schwingen können. Und eben deswegen, weil das Geistige sich nicht ihrem Willen unterwirft und kein Gemeingut für sie allein werden will, so haben sie beschlossen, am besten daran zu tun, es ganz wegzuleugnen. Für sie existiert kein Gott, kein Gesetzgeber, obwohl sie Gesetze in der Natur annehmen. Für sie ist es der Stoff, der sich die Gesetze selbst macht, also ein intelligenter Stoff. Für sie sind die Gesetze nur ein gewisses Muss. Nach ihren Begriffen löst sich alles im Universum auf in stoffliche Elemente und beginnt von dort wieder seinen maschinenmäßigen Kreislauf. Für sie gibt es keine Verbesserung, sondern ein ewiges beim Alten bleiben. Wenn sie, die Gelehrten, sich zufriedenstellen, nach ihrer Auflösung selbst ein Stück Sauer, Kohlen oder Stickstoff oder sonst ein anderes Werk oder unwägbares Element zu werden, so habe ich nichts dagegen. Ich kann ihnen sogar diesen Wunsch erfüllen und sie als ein Quantum von Luftart einige Millionen Jahre in der Atmosphäre eines Planeten herumschwimmen lassen. Es wird dann doch die Zeit kommen, wo auch dieser geträumte Zustand dem sich äußernden Bewusstsein lästig werden wird. Aber nur wird dann von einem Teile Luft bis zu einer Menschenseele der Wege etwas langsam und schwierig sein. Bis jetzt lasse ich sie als freie Menschen machen, was sie wollen. Es ist ja schon bei den meisten der Fall gewesen, dass wenn diese so kaltblütig gerühmte Auflösung aller Dinge auch an sie herantritt in Form des Todes, sie dann selbst alles Geschriebene widerrufen möchten, wenn es nur möglich wäre. Und sie dann selbst zurückschaudern vor dem trostlosen Bild, das sie sich von der Welt gemacht haben und auch andere haben glauben machen wollen. Wäre nicht meine unbegrenzte Liebe und mein Erbarmen in diesen verirrten Kindern, ich müsste wohl anders verfahren mit ihnen. So aber mache ich es wie ein Sehender, der auch dem Blinden verzeiht, wenn dieser an ihn stößt oder ihn gar umwirft. Denn der Blinde weiß ja nicht, was er getan hat. Geist ist überall, und mögen es eure Philosophen und Gelehrten wegleugnen, so viel und so oft sie wollen. Ohne Geist wäre keine Schöpfung, prangte keine Sonne am Himmel
und wäre kein Leben. Der Geist und das geistige Element ist es ja nur, was Leben verschafft, was dem starren, schönen Impuls aufdrückt, was der totscheinenden, gefühllosen Materie Leben gibt. Und alles zum Jubelgesang für den höchsten, größten Geist als personifizierte Liebe zu mir empordrängt. Ohne Geist wäre keine Liebe, und was wäre das Leben ohne Liebe? Ein Chaos, eine kalte Natur, nichts Erwärmendes, nichts Tröstendes, nichts Heiligendes. Selbst in eurem menschlich-irdischen Leben, was ist das Leben ohne Liebe? Wo gibt es ein Gefühl, das der Liebe gliche? Was macht auch die Natur schön und erhaben? Was erweckt auch in der Musik zu erhabenen Gefühlen? Was begeistert, erwärmt das arme, leidende, duldende Herz? Es ist der Strahl der Liebe, der durch die materielle Natur euch anweht, der die geistigen, unsichtbaren Sphären durchzieht, euch bewegt, euch drängt zu einer Umarmung, zu einem Annähern an eine andere Persönlichkeit, wo ihr wieder das Pochen eines Herzens vernehmt, das wie das Eurige für das Schöne und Heilige schlägt. Was wäre die ganze Sichtbarkeit, durchzöge dieses geistige Band nicht alle lebenden Wesen? Und was würde mich mit euch verbinden, euch zu mir und mich zu euch ziehen, wäre es nicht die Liebe? Dieses heilige, selige Gefühl, das von den sinnlichen Grenzen eurer Natur noch weit hinausreicht über alle Sterne, bis dorthin, wo in ewiger Seligkeit und Ruhe derjenige harrt, der euch dieses Geschenk als sein eigenstes Ich gegeben hat und es euch fühlen lassen will, dass ohne die Liebe die Welt umsonst geschaffen wäre. Betrachtet diese Welt als nichts anderes denn als ein geistiges Panorama, wo die Geister in tausenderlei Formen verbunden stets nur das Nämliche darstellen und euch zurufen, so der Lichtstrahl einer von euch Millionen und Millionen Meilen entfernten Sonne, wie der Wurm, der zu euren Füßen kriecht. Alle stimmen in das nämliche Loblied ein: Gott ist die Liebe. Ja, ich bin die Liebe. Ich bin der Geist, der alles Liebende schuf, der alles Liebende erhält. Ich bin der Gott, der zu euch einst auf diesen kleinen Erdball herabstieg, um mein größtes Liebe- und Demutwerk zu vollbringen. Ja, ich bin der Gott, der als Geist oder höchste Potenz nicht allein in der Schöpfung dastehen will. Ich bin der Gott, der Vater sein und liebende Kinder um sich sehen will, die seine Macht zwar ahnen können, aber ihn nur lieben sollen. Dieses sind die Gründe, warum ich jetzt nicht nachlasse, es euch immer und immer ins Gedächtnis zu rufen. Vergesset nicht euren Ursprung. Ihr seid meine Geschöpfe, seid geistige Produkte. Trachtet durch eure Handlungen, mir würdig, meine Kinder zu werden. Deswegen rufen alle Himmel und alle Tiefen meiner Schöpfung euch zu, damit ihr überall den nämlichen Ruf vernehmen sollt. Liebet Gott über alles, denn er ist die Liebe. Er hat uns für Liebe und nur für Liebe erschaffen. Trachtet, seiner würdig zu werden, damit seine Worte an euch nicht umsonst verschwendet wurden. So heißt es überall: Erweckt in euren Herzen die nämlichen Gefühle und erfreut euren Vater mit eurer Liebe und beweiset ihm dieselbe an euren Nächsten. Dieses wünscht euer Vater. Amen.